Herzlich willkommen zurück zu meinem, unserem Let's Play Subnautica von Unknown Worlds Entertainment. Ja, wir haben letztens noch hier genau den Seegleiter erforscht. Wir brauchen Kupferdraht, das kriegen wir doch alles hin. Batterie ist nur Kupfer, Kupferdraht, zeig mal hier. Nein, da nicht hier. Und Elektronik und Kupferdraht. Säure. Ne, Batterie, Kupferdraht. Ja, damit. Kupfer, Hammer, Säurepilz. Hammer hier. Das war einer zu viel. Das waren zwei zu viel. Mist. Aber nichtsdestotrotz. Ich wollte ja eigentlich auch noch und uneigentlich auch. Das Zeugs verbasteln. Bevor wir den Seegleiter bauen. Komm, pack mal hier in die Hand. Wieso schwimmt er noch so langsam? Du hast doch Flossen. Ja, hast du. Seltsam. Nee, nicht rechtsklick. Linksklick. Fertig machen. Bau mal. Nicht das hier an der Seite so. Oh ja, ab du. Da greift nur ein, wenn du nicht richtig hinguckst. Oder meistens dann. So, dahin. Und. Du willst hier nicht? Doch, du willst hier. Und hier. Genau, bauen wir auch fertig. Und dann drehen wir uns rum. Hier kann ich doch bestimmt auch noch weiter bauen. Na, ruckel mal nicht so. Und da. Und hier auch. Ach, das war doch. Für die erste Basis auf jeden Fall. Und da ist alle. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ist nicht schlimm. Geht da sogar gut. Die müssen wir auf jeden Fall, wenn ich Schrott einsammle, was wir damit machen. Wird dort schön weiter ausgebaut. So. Was brauchte ich noch? Mist, jetzt habe ich es vergessen. Kupferdraht haben wir. Zähl schon mal her. Titan finden wir. Schmierstoff und Batterie. Batterie können wir bauen. Und Schmierstoff, wenn ich mich recht entsinne, sind das drei Schlingpflanzenbüschel, genau. Haben wir Titan da? Haben wir nicht da. Blei, Salz weg. Säurepilz weg. Röstchen. Glubschi wäre jetzt zu schade und Wasser wäre jetzt auch zu schade. Drei Büsche und die Titanen. Und nur das Salz haben wir da. Büschel sind hier. Eins, zwei, drei. Hoffentlich nicht Achse. Ach, das ist schon so stark. Das ist mein Silberherz. Mach wohl, ich will noch eins. Was sind dafür? Mist, Kupfer. Silber. Zurück, zurück, zurück. Jetzt geht zügig. 30 seconds of oxygen remaining. 4. 10.
mit Rechtsklick geht das. Das hätte mir ja mal einer sagen können. Ich habe das Gerät so selten benutzt. Salz? Achso, wenn ich Salz mitnehme, kann ich auch gleich... Hallo? Da. Zwei Korallen mitnehmen. Dann können wir wieder... Was? Destilliertes Wasser herstellen? Da ist nochmal Salz. Eine Menge Salz. Als ich das letzte Mal probiert habe, habe ich nie Salz gefunden. Mann, Mann, Mann. Damit können wir schon wieder Mittel. Destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser. Was fehlt? Salz. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Das haben wir ja hier. Destilliertes Wasser. Quatsch. Desinfektionsmittel. Mensch, warum? Desinfiziertes Wasser macht man so. Destilliertes kannst du ja nicht saufen. Das wäre schlecht. So, also kannst du schon nochmal. Eins können wir trinken, ne? Macht 40. Knapp Überfall. Aber das ist nicht so wilde. Brunhilde. Yippie. Was haben wir hier? Eine Signalboje. Kupferdraht und Titan. Das können wir auch gebrauchen. Damit kann ich der Boje dann einen Namen geben. Dann brauche ich natürlich alles wieder neu. Kupferdraht. Haben wir noch Kupfer da? Ja, eins brauchen wir dann. Oh, schön. Seekletter, so groß. Na dann. Ressourcen. Kupferdraht. Und Signalboje. Dann brauche ich jetzt noch Titan. Dich brauche ich eigentlich im Moment nicht. Silbererz packen wir aufs Lager. Golderz packen wir aufs Lager. Das muss gesichert werden. Das brauche ich jetzt. Die Baie. Wasser aufs Lager. Den Fischi nehmen wir raus. Den bauen wir uns auch gleich mal. Den kochen wir uns gleich mal. Und dann essen. Wir haben den Seekletter. Damit können wir schon mal richtig gut erkunden. Dazu bräuchte ich das Inventar leer. Soweit wie es geht. Das heißt auch die Sauerstoffflasche raus. Die brauchen wir an Land nicht. Denn ich möchte jetzt, genau wie ihr es gehört habt, erkunden. Ich möchte von dort so viel wie möglich mitnehmen. Boah, aber wie? Die brauche ich doch, wenn wir auf dem Weg hin auch noch ein bisschen was erkunden können. So, wie ist denn jetzt die Richtung? Ich möchte am liebsten dorthin. Also, das hätte ich gerne auf der 5 und das gerne auf der 4. Kannst du? Nee, kannst du nicht. Hä? Also mit Scrollen geht das schwierig. So. Nein! Ich habe gerade so eine schöne Höhle entdeckt und dann muss ich schon wieder weg. Was? Ja? Darfst du? Jetzt hätte ich gern den Scanner. Gehen Sie mal los. Oh. In die Richtung. Was? Da ist das. In die Richtung. Ja, das sieht gut aus. Ja, ist ja gut. Vielleicht finden wir ja noch was. Deswegen schwimme ich jetzt hier selber langsam. Das sieht nach Schrott aus.
grobe Richtung dort hinter, dass wir mal was entdecken. Ja. Gib Gas. Ich bin ja schon weg. Dass wir nicht sinnlos Energie verballern. Auch mal wieder Perlen schwimmen. Ja? Ein bisschen noch hinter mir. Du willst es echt wissen, wa? Guckt's euch ein. Nice. Guckt's euch ein. Naja, gut, dann möchte ich nicht gerade ran. Ach, das ist Babywal. Geil. So, der ist weg. No, no, nein, nicht lecken, nicht lecken, nicht lecken. Riffrücken. Die Sonne geht unter. Ja. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja, ja. Wir haben ja noch genug Zeit bis hoch. Gleich nochmal in die richtige Richtung gucken. Das passt. Hier haben wir den Riffrücken. Jetzt hab ich dich. So, dann haben wir den. Was war das? Seepocke. Nee. Macht doch ja nichts kaputt. Hm, Mist, jetzt sehe ich natürlich nichts mehr. So, in welche Richtung? Nee, dahin. Das macht jetzt auch wenig Sinn, richtig abzutauchen. Schön beleuchtet. Sieht nach einer Höhle aus. Aber ich kann es auch nicht lassen, wieder runter zu gucken. Alter, das ist eine Gegend, herrlichst. Leck doch mal nicht so. Ist aber normal, dass es noch ein bisschen leckt. Es ist eine frühe Version, wie man rechts oben in der Ecke sehen kann. Ach. So viel Zeugs hier mitzunehmen, zu scannen sicherlich. Spatenfisch. Quatsch, dich kann ich mitnehmen. Hätte ich doch jetzt. Auf gar keinen Fall. Reginald! Ich kann es nicht lassen. Ich bin voll, bevor ich ankomme. Ja, ja. Ja. Und in die Richtung geht's weiter. Heiter, heiter, immer weiter. Es ruckelt. Komischerweise immer in der Nacht, nicht? Tagsüber geht das gar nicht so. Alter. Was ist das denn? Und ich sehe hier mal rein ja nichts. Kalkstein braucht man nicht. Ja, komm, nimm mal Schwimmgerät. Oh, 73, 72, 71. Ich glaube, das packen wir wieder weg. Das nehmen wir dann, wenn wir strengstens nach Hause wollen. Ja. Was seid ihr? Schmortenblasenfische? Sei schon mal her. Sind wir noch in die richtige Richtung? Ne, da. Der
Scanner ist bei 79%. Na, hier unten sehen wir mittlerweile gar nichts mehr, das ist einfach zu dunkel. Dann nehmen wir mal hier das Gerät in die Hand und schwimmen mal drauf los. Der sagt, nach unten hin ist auch nichts. Oh, das sieht doch schon gut aus. Hier. Ich habe gar nicht gedacht, dass wir so schnell rankommen. Ah, ist das nicht geil? Da hinten ist unser Pott. Und hier sind wir. Kann man hier einen Scan? Oh, da. Einen Voxelstrauch. Kann man den mitnehmen? Voxelstrauchsamen. 4 Stück gleich. Okay. Oh, da sind wir ja genau richtig gekommen hier. Tag. Natürlich nichts zu essen dabei. Nur was zu trinken. Ah! Bei Spatenfisch. Essen? Reginald essen. Na, wir warten erstmal. Mache ich wirklich, wenn es mir dann dreckig geht. Voxelstrauch, Orangenpilz. Kann ich den essen? Man kann es ja mal probieren. Spore. Hm. Aber nur eine. Damit. Na klar, die ist auch wieder riesengroß. Wir nehmen es erstmal mit. Geht's denn hier überhaupt hin? Voxelstrauch haben wir. Jallo. Da muss ich hin. Geht's hier hoch? Ja. Sprint mal ein bisschen. Was ist das? Ming-Pflanze? Mhm. Lass mich raten. Jawohl, Ming-Pflanzenspur. Von dem Baum kriege ich nichts. Was ist das? Ach, das ist unser Schiff. Geht das hier lang? Ich wieder hoch. Geht das hier? Komm, hab ich mal nicht so. Spring. Komm. Was? Was? Das klingt, als wenn hier alles einbricht. Mach doch nicht sowas. Oh. So, hops, hops, hops. Komm, schaffst du hier hoch. Hab ich mal nicht so. Oder meinst du, ich muss hier den Weg laufen? Geht's denn hin? Oh, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Sau geil. Oh, ein Schott. Nehmen wir gleich mal mit. Scheinwerfer. Oh. Beobachtungskugel. Wenn wir die bauen können, Alter, ist das cool. Das scheine ich schon zu können. Ah, Wasser. Das ist Nummer 2 Wasser. Wenn ich das esse, kann ich auch das wegschnupsen. Genau. Passt. Tab drücken. Oh hier. Innenbeetkasten. Oh, da können wir zu Hause dann auch schön einbauen. Farnpalme. Larven hat man. Oh! Laternenbaum. Voxelstrauch hat man. Laternenfrucht. 5 Essen und 3 Wasser. Na, das ist doch ideal. Da würde ich am liebsten
Fallen lassen. Fallen lassen. Jeweils eine Samen reicht. Na gut, hier können wir zwei mitnehmen. Da könnte ich mir doch hier noch ein paar Früchte. Ach, ein paar. Mach dich mal voll. Können wir ein, zwei Früchte mitnehmen und auf jeden Fall davon noch in. Geht das? Nee. Laternenfrucht. Wir nehmen mal noch genau mit, damit wir hier noch ein bisschen erkunden können. Da drüben gleich das nächste. Hier komme ich doch irgendwie rüber. Komm, sprinte mal ein bisschen. Ich weiß, du kannst da es. Huch, nicht abstürzen. Das wäre jetzt gar nicht gut. Da ist noch ein Weg. Geht's denn da hin? Sind wir da nicht hergekommen? Ja. Geht's durch? Und hätte ich vielleicht durchlaufen können? Nein. Und spring nicht gegen die Felsen, bitte. Hier geht's hoch. Aha. Pinke Kappe. Gefleckte Klapper. Mhm. Hier geht es noch höher und höher und immer höher und hoffentlich lohnt sich das aber nicht, dass dasselbe da oben nochmal drin ist. Hammer, Hammer, Hammer. Oh ne. Ui. Marmormelonen. Pflanze. Weißt du doch nicht da. Ich will hier gucken. Alte Laternenfrucht. Vier Essen. Marmormelonen. Ach so. Das ist nur kleine Marmormelone. Chinesische Kartoffelpflanze. Oh, Pflanzentopf 2. Kann man den auch noch? Und was gibt's hier? Da drüben hin, bitte. Chinesische Kartoffel essen. 15. Weg, weg. Die behalten. Samen, Pilzspore. Da können wir dann wieder Pilze wachsen lassen. Brauchen wir nicht. Ah, hier gibt es einen Stuhl. Und hier gibt es einen Schreibtisch. Fein. Ich hoffe mal, dass ich die nicht so dreckig baue, sondern sauber. Ach Quatsch. Ja, ja, danke schön. Wir sind jetzt so weit über die Zeit. Den Rest. Was ist das da unten? Müssen wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Ich hasse Cliffhanger, aber das wird sonst viel zu lang. Wir gucken mal in die Richtung. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder zu meinem, unserem Let's Play Subnautica. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!